So, und damit kann ich schon den nächsten weit angereisten Redner begrüßen. Er ist aus der anderen Ecke, genau aus der anderen Richtung, extra nach Dresden heute gekommen. Nämlich der Burkhard aus Görlitz, der dort auch immer die Montagsdemonstrationen und Montagsspaziergänge mitveranstaltet und dort tolle sogenannte Revolverreden hält. Bitte begrüßt ihn ganz herzlich mit mir, Burkhard aus Görlitz. Ja, vielen Dank, also ich hoffe, es gelingt mal wieder. Herzliche Grüße aus Görlitz, das ist da, wo die Sonne aufgeht. Leider wird es momentan scheinbar ein bisschen finster in Deutschland und nicht nur in Deutschland, aber die Sonne wird immer weiter aufgehen. So viel ist sicher. Vielleicht ein bisschen allgemeine Grundbildung jetzt zum Schluss noch. Energiekrise, vorsätzlich durch ideologisch, demagogisch verblendete Grün- und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen verzichten, damit sie ihr Spiel weiterspielen können. Wirtschaftskrise, vorsätzlich durch ideologisch-demagogisch verblendete Grün- und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen verzichten, damit sie ihr Spiel weiterspielen können. Finanzkrise, vorsätzlich durch ideologisch-demagogisch verblendete Grün- und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen verzichten, damit sie ihr Spiel weiterspielen können. Bildungskrise, vorsätzlich durch ideologisch-demagogisch verblendete Grün- und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen verzichten, damit sie ihr Spiel weiterspielen können. Lebenskrise, vorsätzlich durch ideologisch-demagogisch verblendete Grün- und Linksfaschisten herbeigeführt. Ihre einzige Forderung, wir sollen die Fresse halten, uns kontrollieren lassen, spritzen lassen, unsere Gesundheit ruinieren lassen, enteignen lassen, geistig, kulturell, spirituell und biologisch entwurzeln lassen, veganen, industriell hergestellten Dreck fressen, uns nicht mehr frei bewegen können, nicht mehr für unseren Lebensunterhalt und den unserer Familien sorgen, ihre Regeln niemals hinterfragen. Wird die Welt dann besser, wenn wir würdelos und maskiert im Staub kriechen, im Dunkeln sitzen und frieren und nicht mehr aus unseren voll überwachten, smarten vier Wänden kommen, weil wir uns Mobilität nicht mehr leisten können, sie nur noch bestimmten Klientel zugänglich oder schlicht nicht mehr vorhanden ist? Sollte Putin plötzlich verschwinden, wird es bestimmt keinen Mangel an anderen Ausreden für die Gesamtsituation geben. Klimawandel und Pandemie werden dann wieder verstärkt herhalten. Links, grün, gelb, schwarz, braun, bunte Ideologie begründet schlicht alles. Da gibt es keinen Mangel. Und dann ist da noch die hüpfende Klebstofffraktion. Und dem Mangel an Frieden begegnet man mit Aufrüstung, Waffenexporten und Sanktionen. Das System ist krank. Es ist das System, welches krank ist und uns krank macht. Zutiefst demokratisch natürlich, aber nicht weniger falsch. Auch daran sieht man, dass die sogenannte Mehrheit nicht recht hat, aber missbraucht wird von wenigen. Und sie werden weitermachen. Nichts wird jemals freiwillig von denen zurückgenommen werden. Keine Maßnahme, keine Beschränkung, keine Steuer oder Abgabe, kein Preis. Ihre Hintertüren werden sie sich offen halten. Es sind Terroristen und Erpresser, von denen wir geführt werden. Ideologen der schlimmsten Sorte. Wenn man sich auf sie einlässt, werden sie immer noch eine Schippe drauflegen. Wir könnten Vorbild sein für die Welt, wenn wir wirklich frei unsere Entscheidung treffen. Jeder Einzelne mit Tugenden, die man uns oft nachgesagt hat. Mit Cleverness, Effizienz, Ordnung, Freundlichkeit, Gastlichkeit und Hilfsbereitschaft. Aber mit Zwang und ständiger Strafandrohung, mit Zerstörung unserer Art zu leben, sind wir nicht besser als jede Diktatur dieser Welt, jetzt und in der Vergangenheit. Nein, wir müssen nicht verzichten auf Grund-, Freiheits- und Menschenrechte und auf unsere Würde. Und niemand auf der Welt müsste hungern, frieren und sich demütigen oder bedrohen lassen. Niemand! Meine einzige Forderung, weg mit den Grünen und Linksfaschisten,
Weg! Weg mit den Terroristen, Erpressern und Kriegstreibern, den Waffenhehlern, Drogenhändlern, den Dieben, den vermummten Mitläufern und Speichelleckern. Weg mit Partei und Staatsführung. Strikte Neutralität und Vermittlung bei internationalen Konflikten. Sofortige Beendigung der Sanktionspolitik. Wiederherstellung von bezahlbarer Versorgungssicherheit. Rückabwicklung der Veränderung des Infektionsschutz-Ermächtigungsgesetzes und aller anhängenden Verordnungen. Beendigung der Digitalisierung zum Zwecke der Kontrolle. Ich fordere die strikte und uneingeschränkte und unverhandelbare Anerkennung und Durchsetzung der Grund-, Freiheits- und Menschenrechte. Ich fordere Verantwortung und Selbstbestimmung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo ist sie eigentlich bei so vielen? Vielen Dank. Noch ein kurzer Satz hinterher. In freier Rede, da ist mir gerade so spontan eingefallen. Auf der Herfahrt bin ich an Bautzen vorbeigekommen. Wisst schon, das gelbe Elend und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass es demnächst eine Renaissance erlebt. Leider. Ja, vielen lieben Dank, Burkhard aus Görlitz, für diese tolle Remonda-Rede. So, komm hoch. Und damit, klar, damit helfe ich jetzt schon dem nächsten Redner hier hoch auf die Bühne. Er ist nicht ganz so weit angereist. Er ist aus der Sächsischen Schweiz. Er ist den meisten von euch schon bekannt. Er hält mindestens genauso gute Reden, knallhart und kommt auf den Punkt. Bitte begrüßt mit mir DJ Happy Vibes. Hey, oh, hier muss man sich ja festhalten, sagenhaft. Wahnsinn, es wackelt ein bisschen. Aber ich sehe Menschenmassen über Menschenmassen. Und ich bedanke mich natürlich bei allen, die hier aus Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt angereist sind. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute hier reden darf und auch querdenken darf. Das ist ja ganz wichtig. Und liebe Presse, wir haben ja etliche Pressevertreter hier, die immer Fotos knipsen und ihr Mikrofon hier in die Massen halten, um vielleicht ein paar gute Statements zu kriegen. Wenn wir sagen, wir alle hier, 2 plus 2 ist 4, weil man die Regeln der Mathematik nicht außer Kraft setzen kann, ihr jedoch der Meinung seid, dass 2 plus 2 5 ist, dann lassen wir uns nicht von euch als rechtsextrem oder Nazi beschimpfen. Das ist Fakt. Und liebe Presse, wenn ihr den Unterschied zwischen rechtsextrem und konservativ nicht erkennen wollt, würde ich euch empfehlen, die Schulbank nochmal zu drücken. Konservativ kommt nämlich von dem lateinischen Wort conservar, was ja übersetzt heißt bewahren. Bewahren wir uns nicht alle die Werte wie Menschlichkeit, Familie, Toleranz, Strebsamkeit, Heimat, Ehrlichkeit, Vernunft, Weitsicht, Fleiß, Rücksichtnahme, sich an aufgestellte Regeln halten. Und ihr tut das. Und nur deswegen fühlen wir uns frei und verteidigen diese Freiheit gegen jeden Angriff. Deswegen gehen die Menschen in Deutschland auf die Straße. Mittlerweile erleiden Tausende dasselbe Schicksal, die auf die Missstände in diesem Land hinweisen. Sie werden einfach als rechts stigmatisiert. Dienen haltlose Behauptungen nicht einfach nur einem Ziel, gezielte Isolation der Kritiker? Demokratie kennt aber keine Angst. Seit 2015 fahren wir im U-Boot der Demokratie mit offenen Luken, kurz vorm ungeplanten Tauchgang. Wir sind alles normale Menschen. Normale Menschen kümmern sich um ihre Familie, haben ihren Freundeskreis, ihre Firma, ihren Hof, ihren Garten. Der normale Mensch ist in einem Hamsterrad des Lebens gefangen und hat damit auch alle Hände voll zu tun. Normale Menschen haben keine Zeit für Politik. Er hat keine Zeit für gesellschaftlichen Streit. Er muss überleben, der normale Mensch. Und weil auf diese Weise jeder von uns mehr oder weniger beschäftigt ist, haben wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung entzogen und dieses Feld einer Gruppe von Leuten überlassen, denen all das, was ich gerade aufgezählt habe, völlig egal ist. Der Wertegang unserer derzeitigen Führungstruppe ist Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Die standen doch noch nie an einer Werkbank.
Wir haben sich mit oder ohne Berufsabschluss und durch Medien, Lobbyisten und NGOs protegiert, gewaltige Verantwortungsposten erschlichen. Und weil diese Menschen oft gar nicht wissen, wie das normale Leben ist, dass schmerzliche, persönliche Opfer gebracht werden müssen. Ja, für die Familie, für die Firma, für das Gemeinwohl, weil sie ein völlig verzerrtes und unwissenschaftliches Bild von der Wirklichkeit haben, werden sie übergriffig, anmaßend und moralisierend. Sie greifen mit zynischer Unverformheit nach unserem Eigentum, unseren Kindern und unserer persönlichen Gesundheit. Und damit sie das können, müssen sie natürliche Gesetzmäßigkeiten negieren und verlassen folgerichtig die Wege der Logik und der Wissenschaft. Dann entstehen eben solche irrwitzigen Sachen wie eine Impfpflicht oder diese ideologisierte Energiekrise. Wir haben die Zusammenhänge nicht gesehen. Wir haben verpasst, die Augen wachsam aufzuhalten. Künstlich erzeugte Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Energiekrise, zukünftig gefolgt von der Klimakrise. Wir haben alle das Geldsystem nicht verstanden, haben uns nicht gewehrt, dass eine Handvoll Typen das Geldsystem beherrscht. Die Menschen haben ihnen 1913 das Recht gegeben, Geld ohne Gegenwehr zu drucken, welches sie bis heute an die Regierungen der Welt gegen Zinsen verleihen und sich daran gesund stoßen. Und wer das Geld beherrscht, formt sich die Welt, wie es ihm gefällt. Leute, schuld sind am Ende wir alle selber. Das ist das Problem. Wir haben zu lange weggeschaut. Doch der Umbau der Welt ist im vollen Gange. Betrachten wir dieses globale Problem mal mit dem Fokus auf Deutschland. Wir haben die höchsten Energiekosten weltweit. Jetzt regiert hier die grün-rote Klimaideologie. Wir haben die höchsten Inflationskosten und die höchsten Steuerabgaben seit Bestehen der Bundesrepublik. Wir schlossen unsere Augen, wenn Deutschland Milliarden Euro in alle Welt schickte und gewähren jedem illegalen Einwanderer den sofortigen Zugriff auf unser über Jahre hart erarbeitetes Sozialsystem und lassen es so natürlich ausbluten. Wir haben unsere Selbstbestimmung nach Brüssel abgegeben. Wir sind ein Volk, das besetzt ist und nicht souverän sein darf. Und wir haben einen Bundeskanzler, der sich seine Befehle lieber aus Washington holt, statt dem Volk zu dienen. Und unsere Medien, die dürfen wir nicht vergessen, gleichgeschaltet hofieren sie die Globalisten und diffamieren Menschen, die dies anprangern. Unsere Eltern und Großeltern haben dieses Land nach dem Krieg aufgebaut und zu weltweiten Ansehen gebracht. Wir haben es zugelassen, dass dies alles in wenigen Jahren zerstört wurde. Inzwischen erwartet unser Land nur noch der finale Gnadenschuss der globalen Eliten. Und der kommt jetzt mit der Energiekrise und der Lastenabgabe 2024. Das, was die Politiker zurzeit unternehmen, ist eine Enteignung der Bürger, ihres Vermögens und ihres Ersparten. Unsere ganze Regierung wäre ein Fall für den Staatsanwalt, wenn wir noch ein unabhängig funktionierendes Rechtssystem hätten. Wir sind verzweifelt, wir spüren natürlich, dass irgendetwas nicht stimmt. Viele können aber diese komplexen Themen gar nicht fassen. Man sagt uns aber auch nicht die Wahrheit. Die größte Frage ist jedoch, wie sind diese Globalisten an die Macht gekommen? Und was haben die mit uns vor? Warum bespricht man denn die großen Weltpläne wieder hinter verschlossenen Türen? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wie die Bilderberger, ein privates Treffen der kleinen Finanzelite mit den einflussreichsten Personen aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschulen, Hochadel und Geheimdiensten. Einer globalen, nicht gewählten Elite, die jenseits der nationalen Grenzen agiert und im Halbgeheimen über die Politik anderer Länder entscheidet. Der Multimillionär Klaus Schwab ist nicht nur regelmäßig Gast bei den geheimen Bilderberg-Treffen. Schwab gehört auch zum Lenkungsausschuss der Bilderberg-Konferenzen und ist Vorstandsvorsitzender des World Economic Forums. Das WEF tarnt sich als gemeinnützige Stiftung mit Sitz in der Schweiz und hat rund 1000 Mitglieder. Sie sorgen für den finanziellen Unterbau. Mit seinen jährlichen Treffen in Davos versucht das WEF seinen Einfluss auf die demokratischen Nationen der Welt zu legitimieren. Die Massenmedien erzählen uns, dass sie dort über Themen wie Ungleichheit, Klimawandel und internationale Zusammenarbeit diskutieren. Wir warten mal ganz kurz, Leute, bis wir die Straße vorbei haben. Lassen wir das jetzt! Oh nein! Wir sind da!
Wir müssen laut sein, damit man uns hört. Dankeschön an die Trommler! Es geht um das Weltwirtschaftsforum und das, was sie hier auf dieser Welt tun. Die Massenmedien erzählen uns, dass dort in Davos über Themen wie Ungleichheit, Klimawandel und internationale Zusammenarbeit diskutiert wird. Wer jedoch in die Tiefe schaut und sich das WEF ganz genau anguckt, ja, der merkt, dass diese Leute höchst beunruhigende Dinge von sich geben. Im WEF-Bericht 2010 mit dem Titel Global Redesign schrieb Schwab, dass eine globalisierte Welt am besten von einer selbstgewählten Koalition aus multinationalen Unternehmen, Regierungen inklusive des UN-Systems und ausgewählten Organisationen der Zivilgesellschaft verwaltet wird. Dies ist aber genau das Gegenteil von Demokratie, Leute. Schwab sieht die Demokratie als Hindernis für eine vollständig globalisierte Welt. Er argumentiert, dass Regierungen nicht länger, Zitat, die überwältigende, dominierende Akteure auf der Weltbühne sein dürfen. Aus diesem Grund bezeichnet zum Beispiel das Transnational Institute das WEF als stillen globalen Staatsstreich zur Übernahme der Regierungsführung. Im Jahr 2017 sagte Schwab an der John F. Kennedy School of Government in Harvard unverhohlen, was von den Massenmedien immer wieder als Verschwörungstheorie abgetan wird, das WEF unterwandert Regierungen auf der ganzen Welt. Zitat Schwab, worauf wir sehr stolz sind, dass wir mit unserem WEF Young Global Leaders in die globalen Kabinette der Länder eindringen. Das vom WEF und der Atlantikbrücke ins Leben gerufene Young Global Leader Programm dient der Vernetzung international agierender Akteure, um den Young Global Leader Nachwuchs in strategische Positionen der Regierung, Medien und Wirtschaft zu bringen. Zurzeit gehören den Young Global Leaders ca. 2000 Personen an. Achtung, Ohren auf, in Deutschland. Robert Habeck, Klaus Kleber, Julia Klöckner, Thomas de Maizière, Angela Merkel, Cem Özdemir, Markus Söder, Jens Spahn, Annalena Baerbock, Hubertus Heil, Sandra Maischberger, Philipp Rösler, Wolfgang Kubicki, im Ausland zum Beispiel Tony Blair, David Cameron, dann Sebastian Kurz, Emmanuel Macron und Nicolas Sarkozy und viele, viele mehr. Ich zähle hier nicht alle auf. Somit hat Klaus Schwab, der Prophet des Great Reset, ergebene Mitglieder in den Regierungen, aber auch in den Medien. Diese helfen dann, die Nachwuchskader bei Wahlen ins rechte Licht zu rücken. Sie alle sollen mithelfen, die globalistische Agenda von Schwab und Co. durchzusetzen. Koste es, was es wolle! Schwab und seine Globalisten huldigen ganz unverformt den Great Reset, dem großen Umbruch zu einer postdemokratischen Gesellschaft ohne Privateigentum, aber unter totaler Staatskontrolle, kurzum eines Überwachungsklimakommunismus. Der Finanzexperte und Autor Ernst Wolf brachte das auf den Punkt, Zitat, der Great Reset muss von den Eliten vom Zaun gebrochen werden, weil das Wirtschafts- und Geldsystem total am Ende ist. Und der Great Reset soll die unvorstellbaren reichen Machthaber an der Macht halten und diese Macht noch ausbauen. Zitat Ende. Das System ist aufgrund der weltweiten Verschuldung unhaltbar geworden. Der Finanzzyklus ist am Ende. Daher wollen die globalistischen Hintergrundmächte das marode Finanzsystem selber zum Einsturz bringen, um es in für sie genehme neue Fahrwasser zu lenken. Den Anfang machte die Corona-Pandemie. Doch der Great Reset wird für über 99% der Menschen die totale Enteignung bedeuten. Schwabs Spruch, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein, ist ein Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und ihr Eigentum erworben haben und jetzt es alles verlieren sollen. Aber schauen wir doch mal ganz genau hin. Das WEF macht sich nicht mehr die Mühe zu verbergen, was sie da von sich geben, sondern man kann es offiziell auf ihrer Seite lesen. Ihr müsst es nur mal tun. Man kann lesen, welche Projekte sie zurzeit vorantreiben. Die Regierungen durchdringen, wichtige Posten mit Young Global Leader Nachwuchs besetzen, Projekte wie internationale biometrische digitale Identifizierung, Gedankenkontrolle per Schallwellen, die elektronische Pille für die Einhaltung von Vorschriften, Rekalibrierung der Redefreiheit, Implantierung von Smartphone-Technologie im Körper, Transhumanismus, Verschmelzung von Mensch und Technik mit künstlicher Intelligenz, Nutzung der Gentechnik für synthetische Nahrung und Fleischersatz und vieles, vieles mehr. Das Buch The Great Reset von Schwab propagiert uns eine düstere, dystopische Sicht in die Zukunft, in der wir alle kein Eigentum mehr besitzen sollen. Die Enteignung darf aber nicht als solche erkennbar sein.
Deshalb kommt die Enteignung durch die selbst in die Wege geleitete Energiekrise, durch Sanktionen, Energieengpässe, Explosion von Gas- und Strompreisen, massive Teuerungswellen sowie Verarmung und Lastenausgleich. Im Buch steht, dass die Pandemie einen idealen Zeitpunkt darstellt, um einen Systemwechsel zu vollziehen. Ein wesentlicher Teilaspekt des Systemwechsels ist auch die Einführung einer anderen Wirtschaftsordnung. Im Buch wird explizit vom Ende des Neoliberalismus gesprochen. Es soll einen ganz klaren Wechsel in der Wirtschaftsordnung geben, dass die Regierungen den Bürger Selbstständigkeit und Verantwortung entziehen. Künstliche Intelligenz soll uns in Zukunft Entscheidungen abnehmen und natürlich zur totalen Kontrolle dienen. Etwa über ein soziales Kreditsystem nach chinesischem Vorbild, verknüpft mit einem sozialen Punktesystem und digitalem Zentralbankgeld. Euer bedingungsloses Grundeinkommen, was ihr euch vielleicht alle erhofft, wird damit ein ganz und gar nicht bedingungsloses Grundeinkommen. Die Globalisten bestimmen nämlich dann, wie viel Geld der Systemkonforme bekommt und wie viel und ob überhaupt der Unangepasste. Schwab propagiert den globalen Umweltaktivismus auch jenseits des Rechtssystems. Die Resultate sehen wir jetzt schon, wenn militante gestörte Drohnen Pipelines in die Luft zu sprengen, wertvolle Kunstwerke beschmiert werden und sich auf Straßen festkleben. Laut Autoren wird der Systemwechsel eine Phase größerer sozialer Unruhen auslösen. Diese seien aber auf dem Weg unvermeidbar. Aber warum wählen dennoch in unserem Land so viele Bürger diese Grünen und ihre Ideologie und stützen somit die Arbeit der Regierungsglobalisten? Versuchen wir, die vorgeschobene Argumentationspropaganda der Grünen zu verstehen. Die Journalistin Ulrike Herrmann hat es mal auf den Punkt gebracht. Wir haben natürlich nur eine Welt. Kapitalismus erzeugt und braucht Wachstum, um stabil zu sein. Das Problem, in einer endlichen Welt kann es aber auf Dauer kein unendliches Wachstum geben. Es gibt Grenzen bei den Rohstoffen und es gibt Grenzen bei der Umwelt. Wir haben nur eine Erde, also können wir nicht mehrmals eine Erde verbrauchen. Soweit natürlich gehen wir auch alle mit. Nur deren Lösungsansatz wird nur kleinlaut und für den Bürger nicht wahrnehmbar propagiert. Denn wir verzichten einfach auf das herkömmliche Wachstum und machen den Green Deal. Letztendlich ist die Idee, dass man alle Branchen und die gesamte Wirtschaft in Deutschland bis 2035 auf klimaneutralen Ökostrom umstellt. Der produzierte Ökostrom aus Wind- und Sonnenenergie beträgt, habt ihr bestimmt selber schon gehört, gerade mal 7% im Moment am deutschen Gesamtenergiebedarf. Man muss die Ökoenergie aber auch speichern. Es gibt aber nur zwei Speicherarten und die sind alternativlos und unwahrscheinlich teuer. Zu 93% brauchen wir andere Energieträger. Im Überfluss gab es nur die Energien, also Kohle, Öl, Atomkraft und Gas, die man jetzt natürlich alle nicht mehr nutzen will. Ja? Wenn man das verstanden hat, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird, dann wird auch klar, dass alles schrumpfen muss. Grünes Schrumpfen ist aber nicht vereinbar mit dem Kapitalismus, der ihr Wachstum benötigt. Also planen die einen Ausstieg aus dem Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft. Die wissen, dass Ökostrom teuer ist und nicht für alles reicht. Und sie kennen die Konsequenzen. Leute, sie wird nicht mehr reichen für Betriebe mit hohem Stromverbrauch, für Hochöfen, für Flüge, die wird nicht mehr reichen für private Autos, für unnötige Unterhaltung. All die damit verbundenen Jobs werden leider nicht mehr haltbar sein. Wir dürfen dann nur noch das verbrauchen, was wir auch recyceln. Was auch eine drastische Reduzierung der Konsumgüter nach sich zieht. Klimaschutz bedeutet den totalen Umbau. Da lassen die dann keinen Stein auf dem anderen. Ein kleines Schlusswort, Leute. Das Weltwirtschaftsforum ist eine Nichtregierungsorganisation, die ihre Leute für die Durchsetzung ihrer globalistischen Agenda strategisch in Position gebracht hat. Dabei nutzt man die Krise nicht nur aus, sondern verstärkt sie durch eigenes Handeln und Ergreifung entsprechender Maßnahmen, um schneller einen Systemwechsel herbeizuführen. All das, was hier passiert, ist geplant. Das WEF ist aber nicht die gesamte Regierung und sie ist nicht das Volk. Sie ist nur eine Nichtregierungsorganisation mit riesigen, weltumspannenden Kragenarmen. Unsere Regierung hat ihren Amtseid verletzt. Sie haben uns vorsätzlich in eine Pandemie und Energiekrise gestürzt, um ihre globalistischen Pläne zu verwirklichen. Diese Typen lehnen unsere freiheitliche Demokratie ab, weil sie der Auffassung sind, dass ihre ideologischen Ziele wie der Schutz des Weltklimas wichtiger sind als ein demokratischer Rechtsstaat. Demokratie benutzen diese Leute nur zur Durchsetzung ihrer ideologischen Ziele. Dieses Demokratieverständnis ist verfassungsfeindlich und muss bekämpft werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Gegen jeden, der es unternimmt. Ich halte fest.
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Artikel 20 Grundgesetz. Es ist kurz vor 12. Es gibt keine Ausreden mehr. Nur vereint werden wir dieses Land und diese Welt retten. Nur mit euch können wir diesen Wahnsinn wenden und zurückkehren zur Politik mit gesundem Menschenverstand und zur Freiheit. Also Leute, holen wir uns unser Land zurück. Öffnen wir ein neues Kapitel in der Geschichte. Und wenn ihr euch in der letzten Not fragt, wie soll man das machen ohne Gewalt, dann sage ich euch ganz einfach, wenn geeint der Mensch es will, stehen alle Räder still. Danke! Ganz herzlichen Dankeschön an DJ Happy Vibes für diese fantastische und prägnante Rede. Es geht jetzt hier gleich weiter mit der Abschlusskundgebung auf dem Theaterplatz. Kommt bitte an die gewohnte Stelle, die Bühne fährt an den Platz zurück, wo sie vor uns auch schon war. Ihr müsst nirgendwo anders hinlaufen, sondern kommt genau hier vor wieder, wo die Bühne vor uns bei der Auftaktkundgebung auch schon stand. Und dann haben wir nämlich noch einen tollen Redner, den wir alle gemeinsam begrüßen können. Und noch viel besser, wir haben auch noch einen Künstler, der für uns performen wird. Also, bitte kommt alle nochmal hier auf den Theaterplatz zur Abschlusskundgebung. Alle stehen schon bereit, der Redner steht schon bereit, ich verrate noch nicht, wer es ist. Der Künstler steht schon bereit, den kennt wahrscheinlich viele hier aus Dresden. Er ist ein Urgestein im Widerstand. Er hieß schon, würde man sagen. Und jetzt warten wir nur noch, bis die Bühne rumgefahren ist, zurückgekommen ist hier zum Ausgangspunkt, zum Startpunkt sozusagen. Und dann geht es auch gleich schon weiter. Ich möchte noch einmal ein ganz großes Dankeschön an euch alle richten, dass ihr diese Strecke mitgelaufen seid, dass ihr Gesicht gezeigt habt, denn das ist nach wie vor wichtig. Und es ist nicht umsonst. Denkt nur daran, was wir alle schon erreicht haben. Es war Sachsen mit seinem unablässigen Protest letzten Winter, der trotz aller Restriktionen nicht nachgelassen hat und damit ganz klar gezeigt hat, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und das Resultat war, dass Sachsen eines der ersten Bundesländer war, in dem die Maßnahmen gelockert wurden. Das ist euer Erfolg. Es war euer Protest letzten Winter und Frühling, der zum Glück so stark war. Ihr habt Gesicht gezeigt und als Folge dieses Protestes musste, oder ist besser gesagt, unsere Sozialministerin Pötting eingeknickt und hat die einrichtungsbezogene sogenannte Impfpflicht nicht durchgesetzt. Mittlerweile behauptet sie sogar, sie wäre schon immer dagegen gewesen. Sie versucht anscheinend jetzt noch Stimmen zu kaschen. Aber in Wirklichkeit ist das auch euer Erfolg. So, jetzt haben wir noch. Warte, nee, das wird nicht wahrscheinlich. Und das wird, du kannst. Das, so. Nee, dahinter. So, jetzt versuchen wir noch die Bühne. Na gut, die steht ja so halbwegs hier. Das können wir so machen. Perfekt. Jetzt warten wir noch auf den, auf den Aufzug, auf den Rest des Aufzugs. Denn unser Aufzug war deutlich mehr als 15 Minuten lang. Dank euch allen ist das ein wunderschöner Protesttag hier in Dresden geworden. Und jetzt warten wir noch, bis die restlichen Mitstreiter und natürlich auch die Trommler und die Trüchler hier wieder zurück auf den Platz sind, bevor es dann gleich weitergeht mit dem nächsten Redner. Aber ich frage schon mal zwischendurch in die Runde, hat es euch bis hierhin schon gefallen? Das freut mich.
Und jetzt die viel wichtige Frage. Werdet ihr weiterhin zusammenstehen und Gesicht zeigen, wenn diese korrupte und inkompetente Regierung da oben weiter ihre politische Müllkier durchzieht? Werdet ihr dann weiterhin auf die Straße gehen und ganz klar sagen, es reicht? Das freut mich, denn es ist jetzt wichtiger denn je, dieser Leitspruch, gemeinsam sind wir stark. Und das können wir erreichen, wir können eine Spaltung vorbeugen, indem wir die Gemeinsamkeiten unter uns suchen und die Differenzen außen vor lassen. Es ist ja unser gemeinsames Ziel, dass wir eine echte Demokratie in diesem Land etablieren, die diesen Namen auch verdient hat. Also einen Neuanfang der Demokratie. Und welches Wochenende könnte dafür besser geeignet sein als das Reformationswochenende? Denn wir wollen ja das, was sich hier noch Demokratie schimpft und diesen Namen aber nicht wert ist, reformieren und daraus eine wahre Demokratie machen. Und jetzt frage ich euch, ist zum Beispiel die Politikerhaftung, also dass Politiker für ihre Entscheidungen auch haften müssen, vielleicht eine solche Gemeinsamkeit, die uns alle verbindet und für die wir alle auf die Straße gehen dürfen? Ist vielleicht der Erhalt des Bargelds auch eine solche Forderung, hinter die wir uns alle stellen können, damit wir weiterhin frei in unseren Entscheidungen sind? Und ist zu guter Letzt vielleicht auch das Vetorecht oder weiter gedacht auch der Volksentscheid auf Bundesebene eine solche gemeinsame Forderung, die wir alle gemeinsam auf der Straße bereit sind zu erstreiten? Seht ihr, dann haben wir schon drei Gemeinsamkeiten gefunden, für die wir alle gemeinsam auf die Straße gehen würden. Und überdies natürlich, und das möchte ich nicht vergessen, Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit. Sehr schön. Und das ist der Weg, wie wir einer Spaltung vorbeugen können und gemeinsam unsere Ziele erreichen können. Und wenn wir das machen, wenn wir uns nicht spalten lassen und gemeinsam zusammenstehen, die Differenzen beiseite schieben, dann bin ich mir sicher, dann werden wir es schaffen, vernünftige Energiekosten durchzusetzen. Dann werden wir es schaffen, eine friedliche Außenpolitik durchzusetzen. Und wir werden es vor allen Dingen schaffen, eine kompetente und ehrliche Regierung zu installieren, die den Namen Volksvertreter auch verdient hat. So, und damit leite ich jetzt über, auch wenn die Trommler immer noch nicht angekommen sind, zum nächsten Redner. Bitte begrüßt ganz herzlich mit mir, extra aus Berlin heute angereist. Die meisten kennen ihn von euch. Er ist Autor, er ist Widerstandskämpfer, er ist Bürgerrechtler. Ich weiß gar nicht, was er nicht ist. Ist, glaube ich, alles dabei. Bitte begrüßt mit mir Anselm Lenz. Ja. Guten Abend. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind das Volk. Seit 2,5 Jahren gehen wir gemeinsam auf die Straße. Wir hatten zu Beginn ein wesentliches Thema und das haben wir immer noch, das ist der Schutz unserer Grundrechte, die Verteidigung
des Grundgesetzes gegen Schlechteres und das Bestehen darauf, dass ein Ausnahmezustand mit uns nicht zu machen ist. In einem Moment, in dem wir keine größeren Konflikte haben, brauchen wir im Grunde gar keine Gesetze und Regeln. Gesetze und Regeln, die Verfassungstexte, sind genau für den Moment einer Krise da. Es sind unsere Abwehrrechte gegen den Staat, es sind unsere Abwehrrechte gegen Konzerne, es sind unsere Abwehrrechte gegen Leute, die übergriffig werden wollen, gegenüber uns, gegenüber unseren Kindern, auf unsere Körper eindringen wollen und uns Bedingungen diktieren wollen, die schlichtweg mit uns und diesen gar nicht so unklugen Regeln schlichtweg nicht zu machen sind. Und wir werden uns durchsetzen. Auf einen Blick anders. Das Regime denkt sich immer etwas Neues aus. Das Corona-Regime scheint auszudümpeln. Der inaugurierte US-Präsident Joseph Biden hat im September 2022 auf der Automesse von Detroit die Corona-Pandemie, diese Lüge, für beendet erklärt. Und diesen Sieg sollten wir uns auch anheften. Sein Adjutant Frank-Walter Steinmeier hat wenig später Ähnliches vollzogen, indem er demonstrativ in einem Regionalabteil ohne die Maske fuhr und dieses Bild dann ohne die Kinderschändermaske fuhr und dieses Bild dann verbreiten ließ. Und insofern ist heute ein Vorfest dessen, was überall auf der Welt schon vollzogen ist und was wir in unserem Land auch noch vollständig vollziehen werden. Die Pandemie ist vorbei! Der Sieg ist unser! Doch damit nicht genug. Unser Sieg wird umfassend sein. Wir haben noch viel mit der Aufarbeitung zu tun und wir brauchen dafür alle Kräfte. Wir werden immer stärker und nicht weniger stark, was wir bei der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand Woche für Woche am Demokalender sehen. Die Liste wird von Woche zu Woche länger und nicht kürzer. Wir sind überall. Wir sind Arbeiter, Handwerker, Angestellte, Büroangestellte, Beamte, Soldaten. Wir sind Frauen, wir sind Männer, wir sind Ehefrauen und Ehemänner. Wir sind Leute aller möglichen Hintergründe und Klassen. Wir sind auch Menschen aller möglichen Hautfarben und Neigungen. Das ist alles überhaupt gar keine Frage in der Demokratiebewegung, dass wir uns in Lebensentscheidungen ganz wesentlich auch unterscheiden. Und die Vielfalt ist auf unserer Seite und nicht auf der Seite eines absolut mafios, korrupt, kriegsverderischen Gegners. Eine Struktur, die vollkommen freidreht und in ihrem eigenen Untergang noch versucht, mit in ihren eigenen Abgrund zu reißen, was offenbar nur möglich ist. Aber mit uns nicht. Es ist ein großartiger Abend in Dresden. Es ist der 29. Oktober 2022. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und wir kommen jetzt zur Abstimmung. Erste Volksabstimmung des anwesenden deutschen Volkes. Erstens, sind Sie für das sofortige Ende der Corona-Maßnahmen auch in Deutschland? Dann bitte ich jetzt um Ihre Zustimmung durch Handzeichen und Lautäußerung. Bitte. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Wer ist für die Fortsetzung des Corona-Regimes in Deutschland? Nicht wahrnehmbar. Also ich sage mal ein ganz großes Dankeschön an die Grüße aus der Schweiz.
Schließ, Sally und Merci. Zweite Abstimmung. Sind Sie für die Wiedereinhaltung des Grundgesetzes, des Nürnberger Kodexes und des Menschenrechts in Wortlaut und Sinn? Dann bitte ich jetzt um Ihre Fürsprache durch Handzeichen und Lautäußerung. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Wer ist gegen die Wiedereinhaltung des Grundgesetzes, des Nürnberger Kodexes und des Menschenrechts in Wortlaut und Sinn? Dann bitte jetzt Ihr Zeichen durch Lautäußerung und Handzeichen. Nicht wahrnehmbar. Drittens, dritte Volksabstimmung. Sind Sie für Neuwahlen, Brechung des Parteienprivilegs und die Einführung des imperativen Mandates? Dann würde ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Ihre Lautäußerung bitten. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Bitte jetzt. Ein Zeichen sehe ich dort hinten, sonst nicht wahrnehmbar. Viertens. Sind Sie für Volksentscheide in allen grundlegenden Angelegenheiten, darunter Währung, Mitgliedschaft in militärischen Bündnissen, Mitgliedschaft in politischen Organisationen, grundlegende Angelegenheiten? Wenn dem so ist, dass Sie für Volksentscheide in allen grundlegenden Angelegenheiten sind, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Ihr Lautäußerung. Vielen Dank. Gegenprobe. Bitte jetzt. Nicht wahrnehmbar. Fünfte und letzte Volksabstimmung. Sind Sie für eine Verfassungserneuerung auf Basis des Grundgesetzes mit Wirtschafts- und Sozialcharta? Wenn dem so ist, bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen und Ihre Lautäußerung. Vielen Dank, damit hat das hier anwesende deutsche Volk entsprechend entschieden. Und machen wir doch noch einmal Punkt 3 konkret, beziehungsweise Punkt 4 konkret. Abstimmung in allen grundlegenden Angelegenheiten machen wir einfach mal als Probe. Sind Sie für den Austritt der Bundesrepublik Deutschland unseres Landes aus dem Kriegsbündnis NATO? Dann würde ich Sie jetzt um. Damit hat das hier anwesende deutsche Volk entschieden. Gegenprobe? Gegenprobe? Niemand. Damit hat das hier anwesende deutsche Volk entschieden, aus der NATO auszutreten. Und wir haben damit eine gute und eine schlechte Nachricht an unsere amerikanischen und britischen Freunde. Here's to our American friends and our British friends. By referendum decision, the German people tonight, at the eve of the 29th of October 2022 in the city of Dresden, has decided to leave NATO. Thank you very much and bye-bye. Infolgedessen dürfen wir unsere britischen und amerikanischen Freunde bitten, ihre Sachen zusammenzupacken. Das betrifft also die Soldatinnen und Soldaten, die sich auf unserem Boden befinden. Und das erfreut auch Schiffe zu verlagern, über den Kanal zu schippern, beziehungsweise über den Atlantik, und nach Hause zu gehen und einfach Familie und Freunde mal wieder in die Arme zu schließen. Vielleicht sprechen Sie. So, thank you very much for blowing up our civil gas supply lines in the Baltic Sea. That's very friendly and very nice of you. We hereby beg you on the 29th of October 2022 here in the city of Dresden to bring your boys home. Bye-bye, Americans. Bye-bye, Brits. Bye. We see us again in the beer garden here. It's so good. You're welcome. So it's time to pack your stuff up, to put it on a boat and ship it over the channel and ship it back home over the Atlantic and say hello to your families and friends at home. It's really time to leave our country and together we say bye-bye. Zusammen sagen wir bye-bye auf 3, 1, 2, 3. Bye-bye! Thank you very much. Vielen Dank. Auf bald. Hansen Lenz, mein Name, Chefredakteur Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Wiedersehen. Ganz herzliches Dankeschön an Anton Lenz für diese wunderbare Volksabstimmung hier in Dresden. Das ist noch echte Volksabstimmung, da wird das
Volk auch gefragt. Danke, Herr Anselm. Und damit komme ich zu unserem letzten, ja, zu unserer letzten Performance für diesen Tag heute hier in Dresden. Aber bevor der nächste Künstler auftritt, habe ich noch zwei, drei, ja, Aktionen, Demos, Termine, die ich euch mitteilen möchte, die ihr gerne besuchen dürft und unterstützen könnt. Und zwar, heute Abend hält Dr. Daniele Ganser einen Vortrag hier in Dresden bei den Chat-Tagen. Und morgen früh wird es dazu auch noch eine Diskussionsrunde geben. Es gibt noch Tickets, es gibt noch Plätze. Es beginnt es 20 Uhr. Ihr habt also eine Stunde nach der Demo Zeit, um dort in Ruhe hinzufahren und euch noch Daniele Ganser Vortrag anzuhören. Des Weiteren, am 31.10. am Reformationstag, also diesen Montag, der kommende Montag, wird in Wittenberg eine große Demo stattfinden, der Reformationsstadt Wittenberg, wo Martin Luther die Thesen an die Kirchtür angeschlagen hat, an das Kirchtor angeschlagen hat. Diesen Montag ist also die nächste Großdemo in Wittenberg am Reformationstag. Dann geht es weiter am Sonntag, dem 6.11. in Plauen mit der nächsten Volksversammlung. Und anschließend am 7.11. in Leipzig mit einem großen gemeinsamen Montagsspaziergang. Ebenfalls ähnlicher Anlass wie hier, der findet die Demo am 7.11. findet dort also zum dritten Mal in Folge schon statt. Und last but not least, am 11.11. ein Konzert von Björn Banane in Berlin. Das sind die nächsten Termine. Ich danke euch und für eure Unterstützung hier in Dresden und hoffe natürlich, dass ihr die anderen Demonstrationen, Aktionen, Spaziergänge ganz genauso unterstützt, denn gemeinsam sind wir stark. Und damit übergebe ich an unsere Künstler hier aus Dresden. Die meisten kennen ihn schon und lieben ihn, beziehungsweise sie beide. Am Klavier Oliver Nimzig und an der Gitarre Jan zum König. Ja, der Sound funktioniert. Hallo, liebe Freunde. Die meisten habe ich ja schon persönlich begrüßt heute. Ich freue mich, dass wir so viele sind und dass so viele jetzt hier noch geblieben sind. Ja, der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns Noten hören. Deswegen fangen wir gleich mal an mit einer schönen Breitseite gegen die gefährlichste und grünste Partei, die es im Moment gibt. So zumindest hat es Frau Wagenknecht gesagt. Das Kriegstreiber-Einheitsfront Lied nach einer Melodie von Hans Eisler und einem Text von mir, den ich dem Herrn Brecht, also dem Bertolt Brecht, nicht dem Richard David Brecht, entrissen habe. Am Piano Dr. Oliver Nimzig. Und weil der Mensch nur Mensch ist, drum darf auch vergessen, bitte sehr. Und hat sein Geschwätze von gestern satt, gilt es heute halt nicht mehr. Trommelings 2-3, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreiber-Einheitsfront, weil du auch ein Grüner bist.
weil der Mensch nur Mensch ist. Drum will der Krieger führen bitter sehr. Und wenn er nur mehr kleines Geschütz noch hat, müssen schwere Waffen her. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreibe Einheitsfront, weil du auch ein Grüner bist. Fischablauf! Und weil der Mensch nur Mensch ist, drum muss er was riskieren, bitte sehr. Auf ins letzte Gefecht mit dem grünen Heeresführer Hofreiter. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreibeinheitsfront, weil du auch ein Grüner bist. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreibeinheitsfront, weil du auch ein Grüner bist. Ja, Strafe muss sein. So, ja, technisch nicht ganz einfach hier zu realisieren. Da müssen wir mal ein wenig schauen. Ein Lied zum Mitsingen. Ein Lied zum Mitsingen. Oh, hier stirbt, Entschuldigung. Ein Lied zum Mitsingen, ihr kennt alle das Lied. Hey Macarena. Ich habe nur eine Politikerin gefunden, die sich auf den Namen Macarena reimt. Aber wir singen jetzt nicht hier Hey Annalena, sondern wir singen Geh, Annalena. Was meint ihr, ist es okay? Macht ihr mit? Viele hören den Namen Annalena und winken ab, denn dieses Traum, dieses Thema ist ihnen peinlich und wahrscheinlich ist für sie diese Senorita ein Problema. Und sie geben genau deswegen einen gut gemeinten Rat der Annalena. Hassel, Stolper, Holper, Polper, Annalena, es heißt, du wärst schön, doch wäre es noch schöner, du nimmst deinen Hut und würdest endlich gehen, ja, geh, Annalena. Könnt ihr mitmachen, jawohl, ihr habt's begriffen. Und immer wieder sieht man und Zustimmung nicht ringen. Doch wo du auch hinkommst, hört man die Leute singen. In Düsseldorf, in Dresden, in Frankfurt und in Jena. Geh, Annalena! Hassel, Stolper, Holper, Polter, Annalena. Es heißt, du wärst schön, doch wäre es noch schöner. Du nehmest deinen Hut und würdest endlich gehen. Ja, geh, Annalena! Egal wo du auch hinreist, in ziemlich vielen Staaten, da singen mittlerweile die ganzen Diplomaten. In Rio, Brüssel, Peking und in N'Djamena. Geh, Annalena! Kein Bock auf Baerbock in der Politarena. Geh, Annalena! Ohne Zickenkrieg wär die Welt ein bisschen schöner. Geh, Annalena! Genscher, Brand und Westerwelle waren uns viel genehmer. Geh, Annalena! Entspannung, Politik, statt gut und böse Schema. Geh, Annalena. Geh, Annalena. Und nochmal. Geh, Annalena. Ja, wer vielleicht hat es gehört. Okay. Der nächste, der Mode ist der Olaf. Der Olaf Scholz, auch für ihn gibt es ein Lied. La, la, la. La, la, la. La 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 la. In Krisenzeiten, nun ja, da ist der Kanzlerstuhl ein Schleudersitz. Bald macht auch Olaf den Sessel frei. Dann sagen wir ihm ganz lieb goodbye. Bye bye Olaf. Bye bye, ciao und tschüss. Da du vergesslich bist, geht Kummer schnell vorbei. Bye bye, Olaf. Bye bye, Bund und Schluss.
war den letzten Gruß, die Amtszeit schnell vorbei. Bei Weihrolach vorbei. Die Bundeswehr spielt dir ja vielleicht noch dieses Lied hier zum Zapfenstreich. Und lieber Olaf, wenn du Glück hast, gehst du in Rente und nicht in den Knast. Bye, bye, Olaf, bye, bye, schau und tschüss. Da du vergesslich bist, geht Kummer schnell vorbei. Bye, bye, Olaf, bye, bye, Wumms und Schluss. Ade, letzter Gruß, die Amtszeit schnell vorbei. Bye, bye, Olaf, goodbye. Bye, bye, Olaf, goodbye. Bye, bye, Olaf, goodbye. Goodbye. Ja, naja. Wir wollen. Ja, vielen Dank. Wir wollen schon mal ein bisschen üben, dass wir dann das Lied auch drauf haben, wenn es soweit ist. Ich möchte euch mit diesen Politiker-Rücktrittsshops natürlich. Gut. So, ja, wir stehen unter Zeitstress, deswegen machen wir jetzt noch ein Lied zum Thema Energie. Und zwar von unserem tschechischen Nachbarn. Da gab es einmal Karel Gott und der ist jetzt im Himmel oben Energieberater und er schickt Wolkenrat an uns hier unten. Fang das Lied von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deine Wohnung ein. Heb es auf und wenn es bald kein Strom mehr gibt, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Licht rumliegt. Fang das Licht, halt es fest, für den Tag, wenn man den Strom abschalten lässt. Und fragst du, wie man die Dunkelheit besiegt, schau nach Tschechien, weil es dort noch Atomstrom gibt. Und fragst du, wie man die Dunkelheit besiegt. Schau nach Tschechien, weil es dort noch Atomstrom gibt. Danke, Karel! Vielen Dank! So, wir stehen unter Zeitdruck. Ein kurzes und ein, ja, gibt's noch zum aktuellen politischen Geschehen. Ein Seemannslied. Wenn bei Bornholm die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb, ziehen die Taucher mit den U-Booten aufs Meer hinaus und sie führen eine strenge eine Mission dort aus. In der Ferne, da tauchen sie an das Fundament einer russischen Gasleitung, die ihr ja sicher kennt. Und sie kleben Sprengstoffböller angeschrieben. Weiß, wer sie sind. Böller, 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 Havarie. In der Pipeline sitzt hier längst morgen früh. Böller, 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 Havarie. Wer waren die? Das erfahren wir nie. Ja, und zum Schluss ein was Unpolitisches. Das muss schnell machen. Ja,
naja, ja, cool, Polizei, Zeit rennt weg. So, das Lied wurde gewünscht von einem Freund von mir. Achso, nee, warte mal. Ja, unser Dorf, das liegt in einem Tal. So klein, so fein, das gibt es nicht nochmal. Das anzusehen ist wunderschön. Doch leider gibt es hier ein Problem. Denn diese Schönheit und die Ruhe wird von einem Fließgewässer schwer gestört. Ein kleiner Bach hält uns in Schach. Kraft seines Wassers sorgt er hier für Kraft durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Jawohl, klatscht mal ein bisschen mit. Jawohl, verstärkt nur die Füße bewegt. Auch die Arme müssen mal ein bisschen die Muskulatur gelockert werden. Ein Ärgernis ist unser lauter Bach. Statt still und tief, da ist der laut und knapp. Kommt aus dem Wald, hier durchgeknallt, was in den Köpfen furchtbar widerhallt. Die Wasserwirtschaft und die Feuerwehr, das Umweltamt und auch das Militär fangen hier schon an und sahen, ob man den Kriegel einfach wegbekommen kann durch unser Tal. Da geht ein lauter Mann, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Doch leider gibt's noch keine Lösung hier. Das Wasser abzugraben ist zu schwer. Wir machen dicht und halten schlicht die Ohren zu. Hören wir den nicht durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. So, Leute, eine Zugabe gibt es am 12.11. in Erfurt, das muss ich unbedingt noch durchsagen. Genau. Vielleicht weiß ich das nochmal. Ja, genau, du hast das so gemacht. Es ist auch 19 Uhr, wir müssen jetzt leider schon aufhören. Da ganz kurz, er hat es gesagt, 12. Erfurt ist Erfurt, am 12.11. ist Erfurt. Dann wurde ein Tablet verloren. Wenn das jemand gefunden hat unterwegs, bitte hier vorkommen, es wurde ein Tablet verloren. Dann gibt es von dem Hold-Up-Film, den viele von euch kennen, der aufklärt, gibt es eine Fortsetzung, Hold On, und da gibt es viele Vorstellungstermine jetzt in den nächsten Tagen. Schaut in unsere Kanäle Querdenken 351 Dresden und Markus Fuchs offiziell, dort veröffentlichen wir diese Termine. Und das Allerbeste zum Schluss, laut Polizei waren wir heute 15.000 Mitstreiter! Ihr wart fantastisch! Die Trommler waren fantastisch! Die Trichler waren auch fantastisch! Die Buchstabenträger haben super mitgemacht! Vielen Dank, ihr wart auch fantastisch! Danke Dresden, danke Sachsen, danke Deutschland, danke Österreich, danke Schweiz, und damit ist die Versammlung offiziell beendet. Vielen Dank! Wer CDs oder USB-Stick hat, nee, ich bin ja noch vorne an der Bühne. Eine Person wird noch gesucht. Dieser junge Herr hier sucht seine Frau Andrea. Wenn also die Andrea bitte vor zur Bühne kommen würde.
Ich sage Gott, es ist noch erlaubt zu sagen, dass ein Mann seine geliebte Frau sucht.